Damit ihr ein bisschen einen Einblick habt über die Geschichte, habe ich mir gedacht, bin ich da jetzt mal ein bisschen still. Und jetzt wisst ihr, wie die Geschichte beginnt mit Zelda. Und jetzt erstellen wir uns gleich mal unseren Charakter. Und natürlich ein herzliches Willkommen zu The Legend of Zelda, A Link to the Past. Ich freue mich darüber sehr, dieses Let's Play zu spielen, weil ich dieses Spiel sehr geliebt habe in meiner Kindheit, und so haben wir unseren Helden erstellt und legen gleich los. Hilfe! Bitte hilf mir! Ich bin es, Zelda. Ich werde im Verlies der Burg festgehalten. Ich habe furchtbare Angst. Aghanim hat die Burg voll unter seiner Kontrolle gebracht und er versucht nun alles, um das Siegel der sieben Weisen zu brechen. Deshalb hatte er den anderen sechs vermissten Mädchen etwas Schreckliches angetan. Nur ich bin noch übrig. Hol mich doch endlich hier heraus. Hilfe! Gut, ich gehe kurz fort. Am Morgen bin ich zurück. Bleib im Haus, verstanden? So, da können wir uns bewegen. Hey. Ein Herzi! Eine Lampe! Du hast die Lampe jetzt! Kannst du Fackeln anzünden? Drücke Y! Gut, dass ich Y nicht habe. So, da müssen wir hin zu diesem riesen X. Hier ist nix. Rubine, yeah. Natürlich regnet es, es wäre nicht atmosphärisch und nicht regnet. Immer wieder die Prinzessin. Was haben wir hier? Was machst du hier so spät noch, Junge? Geh doch nach Hause! Wenn du erwachsen bist, kannst du so lange wach bleiben, wie du willst. Ach, der Link geht so lustig. So, du hast eine Karte dabei. Damit du dich nicht verirrst, sehr klug. Drücke X, Karte zu ziehen. So, Junge. So jung und kräftig. Erstaunlich. Wie schwer kannst du den tragen? Höheren Gegenstand, drücke den Knopf A, um anzuhören. Das sind natürlich alle Wachen. Natürlich bewachen sie unser Haus, dass sie keiner reinkommt. Richtig gut. Das Schloss, das wäre egal. Es geht hier rein um unser Haus. Ups, ich wollte das zwar lesen, aber dann machen wir das jetzt einfach mal so. Rubine, Rubine, Rubine. Oh je. Hey, das sind Rubine, das muss ich alle aufdecken. Hilf mir! Ich bin im Verlies der Burg! Ich bin im Geheimgang. Du musst die Burgmauer entlang, um den Geheimgang zu in den Luft zu finden. Aber sie ist wach, ha? Woher? Ha? Komm her! Bla! Komm schon, komm schon! Ah, war das gut. Ach, die Mittelpunkt. Warte mal, wo ist denn da noch geht? Was könnte da wohl für drin sein? Oh mein Gott!
soll Wasser darstellen? Kalt. Ah, Gott, ich wollte dich nicht mit in diese Sache hineinziehen. Aber warum hast du nicht auf mich gehört? Du bist immer ausgewählt. Hier nimm mein Schwert und das Schild und hör mir genau zu. Unser Volk ist allein. Besitzt das geheimnisvolle Schwert mit der besonderen Kraft. Halte den B-Knopf gedrückt, um die Kraft zu sammeln und lass los, um zuzuschlagen. Bitte, Leute, hilf mir. Mein Ende ist gekommen, rettete Prinzessin. Sie hat nur noch dich. Ah, mein Ende. Na, und Prinzessin. Deine Magiekräfte reichen nicht aus, um dieses Leben zu benutzen. Wir sind Etage 1 und müssen zum Keller klappen. Oh, da haben wir einen blauen. Oh Gott! Oh Gott! Und gewonnen. Ein Herzteil, yay! Das ist eine Frage. On guard! On guard! Ein Schlüssel! Wir haben die Karte erhalten. Drücke X, um deinen Standort festzustellen und einen Überblick zu bekommen. On guard! Oh,
oder gegen zwei? Gegen zwei zu fechten ist doch gar nicht so einfach. Wähle mit der Startknopf aus und wieder zu. Ein Bumerang. Hä? Was ist hier oben? Nee, ich sollte das auf Start sein. Aber egal. Das werden wir später noch einstellen. Schauen wir mal, was haben wir denn hier? Ausrüstung, Amulette, Bumerang. K2. Dann. Das war gerade ein Wecker, der eigentlich aufstehen sollte. Aber ich bin früher. Hey. Komm her, ha? Du hast den großen Schlüssel, dann lässt sich so manches Schloss öffnen, um deine kleinen Schlösser vorher zu sagen. Puh, oder so. Noch ein paar Biene abstauben und dann können wir die Prinzessin nehmen. Ich danke dir, Daddy. Wie habe ich gespielt, dass du kommen würdest? Hab mir gut Zucker gegeben. Die Burgwachen sind alle unter Agarins magischen Bann. Zauberer ist ein unmenschlicher Dämon mit gewaltigen